Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier und auf diese beeindruckende Frau freue ich mich schon ganz lange. Und endlich ist es soweit. Ihr Kochbuch ist da. Es heißt Home Farming, das Kochbuch mit eigener Ernte durchs ganze Jahr. Ihr kennt sie alle, Minimum aus der Tagesschau. Ich freue mich, dass sie da ist. Judith Rakers, wie geht's dir und wo bist du? Oh, mir geht's sehr gut. Ich bin auf meiner kleinen Farm am Stadtrand von Hamburg und war gerade noch mal kurz im Hühnerstall gucken, ob es allen gut geht. Aber ich kann da Entwarnung geben. Kein Fuchs ist da, kein Marder ist da. Alle sitzen zum Schlafen auf der Stange, weil hinter mir wird's langsam dunkel. Hättest du gedacht, dass das wirklich ein Satz ist, den du im Jahre 2023 mal sagen würdest? Wirklich überhaupt nicht. Also ich bin wirklich extrem tierlieb. Also alles, was flauscht und Federn hat, ist gern gesehen bei mir. Ich mag sogar Tauben am Bahnhof. Aber Hühner fand ich Zeit meines Lebens eher unsympathisch, weil sie so hektisch sind und immer so komisch rumflattern und ich auch irgendwie nie einen Vogel hatte zu Hause und das war mir irgendwie maximal fremd. Jetzt habe ich diese Hühner, weil ich die mit übernehmen musste, zusammen mit dem Haus. Und bin so verliebt in diese Tiere, in meine Federfreunde, dass ich nicht mehr ohne sie leben möchte. Kann es sein, dass es das Buch nur gibt, weil es den Podcast Home Farming – Mach's dir lecker zu Hause gab? Oder war das Kochbuch schon ganz lange auf der Judith Rakers Wunschliste? Nee, war es nicht. Also all das, was hier gerade passiert, war irgendwie nie auf irgendeiner Liste. Es ist so passiert, muss man sagen. Also ich hatte diesen Traum, aufs Land zu ziehen und ein bisschen mehr, meine Katze schleicht übrigens gerade hier rum, deswegen bin ich etwas abgelenkt. Warte, ich hole sie mal, dann könnt ihr sie kennenlernen. Luise. Luise ist hier geboren und aufgewachsen und macht jetzt hier die kleine Farm unsicher. Und das war ein Grund, warum ich aufs Land ziehen wollte, weil ich hatte damals schon zwei Katzen und ich wollte, dass die besser auslaufen können, dass sie nicht mehr in der Stadt leben müssen, in einer Etagenwohnung. Ich wollte, dass mein Pferd näher bei mir ist, im Idealfall auch, dass ich es zu mir ins Haus holen kann. Und deswegen habe ich ein Haus auf dem Land gesucht und nach langem, langem Suchen auch gefunden und musste eben dann diese Hühner mit übernehmen, weil die zum Haus gehörten. Und bin jetzt eben, wie gesagt, verliebt in die Hühner und lebe hier echt meinen Traum. Ich habe angefangen, dann Gemüse anzubauen und war dann ganz überrascht, dass es mir auch als Anfängerin ohne grünen Daumen gelingt. Dann habe ich so mich getraut, erste Postings zu machen auf meinem Instagram-Kanal, weil ich einfach meine Freude teilen wollte, dass aus dem Samen tatsächlich was sprießt. Habe das unterlegt mit irgendwie Hip-Hop-Musik und mich gefreut, dass da was wächst. Und dann bekam ich ganz viel Zuspruch, auch von Menschen, wo ich merkte, dass sie das auch ganz besonders finden, dass da jetzt echt was wächst, weil sie selber keine Erfahrung haben und auch von sich immer behauptet haben, sie haben keinen grünen Daumen. Und dann gab es so viel Zuspruch, dass dann so erste Talkshow-Einladungen kamen zu dem Thema, nach dem Motto, Frau Rakers, wir haben gehört, Sie haben hier ein neues Hobby. Ist ja interessant, Sie stehen ja sonst schon mal mit dem Blazer im Tagesschau-Studio und jetzt dürfen wir uns Sie mit Gummistiefeln im Beet vorstellen. Und ich so, ja. Und dann kam tatsächlich ein Verlag auf mich zu und ich habe ein Buch geschrieben. Und das Buch war dann so ein überraschender Erfolg, ich glaube, für alle Beteiligten, weil auch der Verlag das irgendwie weird fand, meine Idee, das Buch ganz alleine zu schreiben, ohne Experten an meiner Seite. Und war es ein Jahresbestseller. Und dann kam erst der Podcast, weil ich dachte, Buch ist jetzt fertig. Die Leute bauen jetzt alle an, die brauchen Unterstützung. Ich merke, ich will hier und da noch mehr Handreichung geben. Dann habe ich den Podcast ins Leben gerufen im März letzten Jahres. Und dann kam die Idee, okay, ich muss noch ein Buch schreiben, weil die Leute fragen nach Rezepten. Und ich hatte da auch immer so eine kleine Rezepte-Rubrik in dem Podcast und habe gedacht, man muss einfach noch mehr erzählen darüber, was gerade im Garten wächst. Und wie ich das lecker zubereiten kann und auch so kombinieren kann, dass wirklich nur die Dinge in dem Rezept vorkommen, die auch alle gleichzeitig im selben Monat, in derselben Woche im Garten erntereif sind. Und so kam dann die Idee zum zweiten Buch. Und ein Online-Magazin habe ich zwischendurch auch noch gegründet zu dem Thema. Ich merke gerade beim Aufzählen, dass ich offenbar ein extremes Sendungsbewusstsein bei diesem Thema habe. Vor allem offensichtlich Zeit. Du musst in Hogwarts, ähnlich wie Hermine, einfach beigebracht bekommen zu haben, wie man das so zeittechnisch ein bisschen alles hin und her friemeln kann. Und du bist nicht nur allein in deinem Buch, da sind auch andere Menschen, und zwar einer der
wie ich finde, sympathischsten Menschen, die wir haben in Deutschland. Alexander Herrmann ist da und es gibt ein Interview und Rezepte und diverse Fotos, die zeigen, ihr hattet eine ganze Menge Spaß. Ne? Wir hatten sehr viel Spaß. Wir kannten uns schon vorher durch diverse Fernsehproduktionen, Quizshows, wo wir zusammen aufgetreten sind, wo wir uns hinter den Kulissen immer schon mal unterhalten haben. Und ich wusste aus einem dieser Gespräche, dass Alexander Herrmann eben auch sehr viel Wert auf saisonales Kochen legt. Und ich hatte mal aufgeschnappt, dass, auch wenn er das in seinen Büchern gar nicht so thematisiert, dass der auch viel einmacht, einlagert und auch fermentiert. Das fand ich extrem interessant. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er sich vorstellen könne, dass ich mit einem Körbchen mit Zutaten aus meinem Garten zu ihm komme und er mir zeigt, wie man aus diesem Körbchen, aus diesen Zutaten ein leckeres Menü zaubern kann. Also auf Profiniveau, ja, auf 2-Sterne-Niveau. Der Mann ist ja Sternekoch, also way entfernt von mir. Ich bin immer noch, würde sagen, vielleicht so fortgeschrittene Anfängerin, Fortgeschrittene jetzt so langsam beim Thema Kochen. Er hat ja gesagt und dann habe ich ihn besucht und wir haben zusammen gekocht und er hat es mir wirklich schwer gemacht, ihn auch während des Gespräches sympathisch zu finden, denn seine Idee war, Hühnerfleisch zuzubereiten. Ich habe ihn nämlich gefragt, was soll ich mitbringen, Alexander, aus meinem Garten, welche Zutaten brauchst du, ich habe ja hier alles im Beet. Und dann sagte er, wir machen Huhn. Und dann habe ich gesagt, vergiss es, Alexander. Ich bringe auf gar keinen Fall ein Huhn aus meinem Stall mit, was du dann zubereiten kannst. Und wir haben dann beide herzlich gelacht. Und er hat dann 2 Fremdhühner besorgt, in Bio-Qualität natürlich. Also auch Hühner, die ein glückliches Leben hatten. Und die hat er dann zubereitet. Und zwar so, dass wirklich alle Teile von dem Huhn lecker verarbeitet werden und einfach nichts sinnlos im Mülleimer landet, weil das natürlich auch eine nachhaltige Art und Weise ist zu kochen, wenn man sagt, wenn man schon ein Tier tötet, dann soll es wenigstens gut gelebt haben, in höchstmöglicher Qualität gelebt haben und dann eben auch komplett zubereitet werden, sodass nicht die Hälfte im Mülleimer wandert. Ja, und dann war ich auch versöhnt und haben wir das gemacht zusammen. Sehr gut. Und dazu gibt es noch, wie gesagt, 100 weitere Rezepte. Das Ganze heißt Home Farming, das Kochbuch mit eigener Ernte durchs ganze Jahr. Gibt's überall. Ich möchte mit dir über 2 meiner Lieblingsmomente deiner Karriere sprechen. Und zuerst reden wir über Klein gegen Groß. Wer liest schneller vor? Judith gegen Lea. Lea war 13. 2,5 Millionen Aufrufe allein bei YouTube. Wirklich? Kai Pflaumer hatte recht, als er gesagt hat, das wird viral gehen in irgendeiner Form. Lea hat dich herausgefordert, sie könne schnell lesen und hat die einen hingelegt. Hat die schnell so eine, auch noch so eine Wortwitze, also ganz schwierig und super schnell gemacht. Und das Publikum und alle unendlich geschockt. Und du auch. Und hast gesagt, niemals kann ich schneller sein als Lea, was ist dann passiert, Judith? Ja, ich habe das, es ist ganz oft so, dass man, also ich war jetzt schon 2-mal bei Klein gegen Groß und ich habe es jedes Mal relativ kurz vor der Aufzeichnung erfahren, dass ich dabei bin und konnte mich dann auch nicht so wahnsinnig vorbereiten und habe dann, ich glaube, weiß ich gar nicht mehr, wie das war, 3-4 Wochen vorher oder so von dieser Einladung erfahren und gedacht, ach ja, das ist doch lustig und so und ich habe eine Sprachausbildung und die Sprecherin von der Tagesschau und ich trete jetzt an gegen Lea und ich hätte nie gedacht, dass ich auch nur annähernd eine Chance habe gegen sie, weil sie ja wirklich das so in Vereinen betreibt und da trainiert und dann nimmt sie an Wettbewerben teil und hatte auch schon einige gewonnen und ich dachte, gut, ich mache das jetzt einfach, ich muss jetzt auch nicht viel verüben, so schnell es geht und so gut es geht. Und sie hat vorgelegt, wie du schon gerade gesagt hast, und ich habe auch nur gedacht, oh je, und dann habe ich halt so schnell wie möglich auch gelesen und es hörte sich viel langsamer an bei ihr und alle haben gedacht, okay, das Publikum, sie hat gewonnen. Und dann wird das aber, also da waren so Preisrichter, die das auch wie bei diesen offiziellen Wettbewerben bewerten, dann wird das einmal langsam quasi gedreht, sodass man hören kann, ob es nicht nur schnell war, sondern ob es auch noch verständlich war. Und da war es dann eben so, dass meins, wahrscheinlich durch die jahrelange Sprecherziehung, einfach immer noch komplett verständlich und fehlerfrei war und bei ihr ganz viele so Nuschler drin waren, weil sie halt wahrscheinlich zu schnell war an einigen Stellen. Und dann habe ich das tatsächlich gewonnen, dieses Duell. Und ich kann dir sagen, ich wollte es gar nicht gewinnen, weil ich es viel schöner finde, wenn das Kind gewinnt. Und sie war so enttäuscht danach und die Eltern auch. Und es tat mir so leid, aber ich konnte es nicht ahnen. Keiner hat geahnt, dass ich am Ende gewinne. Also ja, es ist mir fast ein bisschen unangenehm. Das erste Mal bist du mir so richtig ins Auge gestochen,
beim Eurovision Song Contest 2011. Stefan Raab, Anke Engelke und du in der Triple-Moderation. Und du warst großartig. Ich kannte dich vorher schon. Ich wusste, dass es dich gibt und was du so machst. Und da habe ich gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, weil neben Anke Engelke auf einer Bühne zu stehen, die ja irgendwie 2 Milliarden Sprachen spricht, und ihr wart so ein tolles Trio. Stefan hat sich auch, glaube ich, noch großteils eigentlich zurückgehalten. Und allein dieses legendäre Opening mit den 100 Lenas, das war so, so gut. Was war das für ein Abend für dich, Judith? Das war einfach unglaublich. Also ich kann dazu sagen, dass ich mir das bis heute nicht angeguckt habe im Fernsehen. Bis heute nicht. Ich kann das wirklich bis heute nur aus diesem Erleben berichten, das ich hatte während dieser Live-Shows. Also es waren ja 3 Live-Shows. Wir sehen ja immer nur das große Finale in Deutschland, aber in vielen anderen Ländern werden ja noch Halbfinals ausgetragen, um überhaupt zu gucken, wer darf im Finale teilnehmen. Deutschland ist als einer der größten Geldgeber immer direkt qualifiziert, deswegen kriegen wir davon nicht so viel mit. Aber trotzdem müssen diese Shows ja produziert werden. Also es war eine Woche mit 3 großen Shows, die in, ich weiß gar nicht, wie viele Länder, also ich glaube, es waren... Ich kann mir nicht so gut Zahlen merken, aber ich glaube, es waren über 120 Millionen Menschen weltweit, die das gesehen haben, das große Finale. Ich glaube, ich habe auch mal die Zahl 160 Millionen gelesen. Ich weiß es gar nicht so genau. Es waren viele. Es waren zu viele für meine Erfahrung. Ich war noch relativ am Anfang meiner Fernsehtätigkeit. Und es war so unglaublich, was ich da erlebt habe, dass ich diese Perspektive nie wechseln wollte. Ich wollte das so in Erinnerung behalten, wie es sich für mich angefühlt hat. Ich wollte den Vorhang sehen, wie er sich öffnet. Ich war ja im Green Room dann hinterher und dann öffnet sich dieser Vorhang. Das war so ein toller Moment. Ich wollte nicht auf die andere Seite springen als Zuschauer, weil ich hatte Angst, dass ich es dann irgendwie alles ganz schrecklich finde. Das kennt man ja, wenn man einen Anrufbeantworter bespricht und sich dann selber anhört, was man draufgesprochen hat, denkt man manchmal so, Und diesen Moment, den wollte ich auf jeden Fall vermeiden, weil das halt so ein, ja, das war wahrscheinlich einer der ich will nicht sagen aufwendigsten, aber einer der abenteuerlichsten und Adrenalin geprägtesten Auftritte, die ich jemals hatte und haben werde im Fernsehen. Weil so viele Zuschauer erreichst du eigentlich nicht mit keiner anderen Sendung. Und es war ein ganz besonderes Erlebnis. Und ich darf dir sagen, dass es alles so gar nicht geplant war. Als man mich angefragt hat, war das, was nachher im Fernsehen stattgefunden hat, nicht Teil der Anfrage. Es wurde, als ich gefragt wurde, also kam dieser Anruf, ob ich mir vorstellen... Nee, also erstmal wurde ich gefragt, wie viele Sprachen ich spreche. Ich sagte, Deutsch? Ja, Englisch? Und ein bisschen Italienisch? Ja, wie gut denn mein Französisch wäre? Ich so, oh, total vergraben. Irgendwie in der Schule habe ich Französisch gehabt, aber ist echt schon lange her und so. Ja, ob ich mir zutrauen würde, mir das wieder drauf zu schaffen in 6 Monaten. Und ich so, wieso denn? Ich wusste überhaupt nicht, was die wollen, als die mich angefragt haben. Und dann so, ja, es geht um die Moderation des Eurovision Song Contest. Und ich so, was? Und dann sofort, ja, mit Anke Engelke und Stefan Raab zusammen. Aber es muss 3-sprachig sein. Und ich so, ja, also ich weiß nicht, ob ich da so die Richtige bin und so. Und dann sagten die doch, ganz wichtig, weil Co-Produktion, ProSieben, Brainpool und ARD und für die Punktevergabe möchten wir gerne jemand ganz Seriösen haben. Also von den Nachrichten, das ist das gewohnte Bild, ne? Seriosität, Nachrichten. Du sollst die Punktevergabe machen. Und da habe ich gedacht, ah ja, okay, ja, es wollten die so, denn die Unterhaltungskanonen machen halt die Rahmenmoderation, ich die Punktevergabe. Da habe ich gedacht, ja gut, da kann man sich ja so ein bisschen vorbereiten, ne? Kann man dann ja nochmal lernen, was Punkte, Point auf Französisch heißt und nochmal irgendwie so von 1 bis 300 die Zahlen durchgehen. Mehr ist da ja nicht verlangt. Und dann habe ich zugesagt. Und dann nahm das so seinen Lauf und dann gab es die erste Vorbesichtigung in diesem Fußballstadion. Und da waren dann damals noch diese Tribünen und Ränge und in der Mitte war noch der Rasen. Und dann stand ich da mit unserem Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber und dann sagte er den Satz, den werde ich nie vergessen. Ja, Frau Rakers, hier werden die 3 Bühnen aufgebaut und auf dieser hier werden sie singen und tanzen. Und ich so, was? Wieso singen und tanzen? Ich wollte die Punkte doch. Ja, nee, das haben wir geändert. Das macht jetzt Anke Engelke. Sie machen die Rahmenmoderation mit und zum Opening gehört auch, dass sie können doch bestimmt ein bisschen singen, oder? Dann singen sie da mit und dann wird hier getanzt. Und ich so, was?
Ich war maximal geschockt. Wirklich. Ich so, nee. Doch, doch, das ist gar kein Problem und so. Und dann man hört, dass ich so, ich kann nicht singen. Ja, die Stimme geht da unter und so. Und das ist ja ein Riesen-Opening und ja, ein Delay. Und ich so, hä? Das war so ein bisschen. Ich wurde da so, es war dann auch völlig selbstverständlich für meinen Sender, dass ich das selbstverständlich jetzt in diesem geänderten Anforderungsprofil auch mache. Ach ja, und dann sind sie übrigens auch im Green Room. Und es wäre toll, wenn sie dann die spontanen Interviews mit unseren internationalen Gästen auch dreisprachig führen könnten. Und ich, hä? Ja, also wenn jetzt der Franzose gewinnt, dann muss er schon auf Französisch sein. Ne? Das wäre schon schön. Und ich, was? Das war so Horror für mich. Und ich bin so ein, also ich bin dann so ein Mensch, ich will das dann immer so gut machen wie möglich. Ja, ich kann nicht alles perfekt, aber ich will zumindest es so gut machen, wie ich kann. Also bin ich dann wirklich auf eigene Kosten nach Frankreich und habe an so einer Sprachschule nochmal einen Intensivkurs gemacht, um mein wirklich lange verschollenes, abgedecktes mit Italienisch auch, weil ich das dann nachgelernt habe, tief eingegrabenes Französisch zu reaktivieren. Und bin dann ja in diese Sendung gegangen und in die Proben mit diesen Unterhaltungsurgesteinen, die natürlich auch ganz viel Bühnenerfahrung hatten mit Live-Publikum. Das hatte ich ja alles gar nicht. So ein paar Veranstaltungen moderiert und meine Tagesschau und hier und da mal eine Showgeschichte bei meinem Quiz teilgenommen. Aber diese Zahl von Menschen in einem Live in einer Live-Situation und dann natürlich an den Fernsehbildschirmen und dann auch noch in der Fremdsprache. Vorne diese Bühnenmoderation, die war ja mit Prompter, da konnte man das ja ablesen. Aber ich war ja im Green Room und ich musste ja dann spontan reagieren auf das, was die dann eben sagen in ihrer jeweiligen Sprache. Und ich habe ich habe wirklich nur gedacht, das ist einfach viel zu groß. Das habe ich die ganze Zeit gedacht. Das ist einfach viel zu viel, was die hier von mir verlangen. Und dann willst du es natürlich dann trotzdem gut machen, weil dann gab es auch kein Zurück mehr. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, du machst es jetzt so gut es geht und du gibst dir jetzt einfach alle Mühe und habe da wirklich verbissen trainiert und die Proben mitgemacht. Und dann war diese Sendung und kannst dir ja vorstellen, wie mein Adrenalinpegel war, als ich da rausging und wusste jetzt hier singen und tanzen als erstes und dann die Interviews, die spontan mit den Muttersprachlern. Also mir ist wirklich der Arsch auf Grundeis gegangen. Ja. Und ich habe das dann irgendwie hinter mich gebracht, alles, diese drei Shows. Und es war ein wahnsinnig schönes Erlebnis. Am Ende doch, obwohl ich wirklich doll Lampenfieber hatte und auch Versagensängste hatte. Weil diese Halle, diese Menschen dort, die haben einen so getragen. Das war so eine fantastische, friedliche, positive Stimmung. Das war so eine Energie in dieser Halle. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt. Auch nicht bei Konzerten, wo ja auch viele Menschen zusammenkommen, die eine Community sind, ne, und was feiern. Aber diese Stimmung da ist wirklich was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und die ESC-Fans, die Eingefleischten, haben mich da so nett willkommen geheißen auch in dieser ganzen Probenphase, die ganzen Kontakte, die ich da hatte bei den Pressekonferenzen. Das war alles so freundlich und nett und so tragend, dass es dann am Ende trotz dieser anfänglichen Panik, die ich da hatte, ein ganz schönes Erlebnis war. Ja, und mit Sicherheit eins, was sich nicht wiederholen wird. Also jetzt bin ich ganz dankbar, dass ich das alles erlebt habe. Du hast schon recht, wenn du sagst, dass es ein besonderes Erlebnis war in meiner Fernsehlaufbahn. Ja, war es. Ihr seht also, diese Frau hat nicht nur das Zeug, sehr gute Geschichten zu erzählen, sondern sie moderiert auch großartig. Ich freue mich immer, wenn ich sie irgendwo sehe. Und nicht nur das, sie kocht auch gut. Und das Buch ist draußen, Home Farming, das Kochbuch mit eigener Ernte durchs ganze Jahr. Und ich freue mich, dass sie heute da war. Judith Rakers in der Web-Talk-Show, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und du hast jetzt noch eine schöne Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Oder einfach etwas, was dir wichtig ist. Du hast aber noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Und für euch da draußen gilt, und ich glaube, das haben wir alle gerade bei dieser schönen Geschichte gelernt, wenn eine Aufgabe riesig erscheint, ah, fuck that shit, einfach mal machen. So, was kann passieren? Kannst immer noch sagen, ich habe es doch probiert. Ich glaube, solange man sein Bestes gibt und das versuchen ja glücklicherweise die meisten Menschen, kann einem eigentlich nichts passieren. Wir sehen uns morgen. Wie jeden Abend zur Web-Talk-Show. Mein Name ist Nico Gutjahr. Und jetzt die heutigen Abschlussworte von Judith Rakers. Bis dann. Ein Leben ohne Hühner ist möglich, aber sinnlos. Frei nach Loriot.